Hi Freunde, heute schauen wir uns mal ein Video zum Thema finanzielle Freiheit durch Aktien von meinem guten alten YouTube-Kollegen Homo Oeconomicus an, den ich persönlich sehr feiere, der auch im T-Shirt-Business aktiv ist und so weiter und so fort. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, schaut bei ihm vorbei, schaut euch das Video selbst nochmal an und abonniert seinen Kanal. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Aaron. Finanziell frei durch Aktien sparen. Investieren versus konsumieren. Das ist schon mal direkt ein gutes Stichwort. Viele Leute konsumieren lieber gerne Luxusgüter und verzichten dabei auf ihre Freiheit. Wenn man investiert statt konsumiert, kann man viel besser langfristig frei leben. Wenn du dir jetzt ein dickes Auto kaufst, dickes Haus auf Raten und so weiter und so fort, dann wird das für dich persönlich immer schwieriger, in die finanzielle Freiheit reinzukommen, da deine Verbindlichkeiten immer höher werden. Aber schauen wir mal weiter. Das ist hier die Frage. Es gibt ja gerade so eine Bewegung ja von vielen jungen Leuten, die finanzielle Freiheit anstreben durch den Kauf von Aktien. Das kann ich auf jeden Fall auch bestätigen. Vor allem auf TikTok schreiben mir sehr, sehr viele junge Menschen, soll ich jetzt in Bitcoin investieren, ETFs, in was weiß ich für Aktien soll ich investieren und so weiter und so fort. Wie funktioniert das? Wie kriege ich ein Depot? Also das Interesse merke ich persönlich auf jeden Fall auch. Da kann ich ihm nur zustimmen. Durch Dividenden finanziell frei werden. Und das finde ich vorerst eine wirklich tolle Bewegung, eine tolle Entwicklung, dass sich junge Menschen dafür interessieren, dass junge Menschen Geld zurücklegen, finde ich eine tolle Sache. Aber ich werde heute ein wenig Spielverderber sein. Ich möchte etwas mehr Realität in diese Bewegung, in diese Überlegungen bringen. Und zwar ist es alles eine Frage der Ziele. Was will man erreichen? Will man der jährliche Urlaub durch Dividenden finanziert? Ja, also das spricht ja schon einen guten Punkt an. Viele Leute wollen eben direkt die komplette finanzielle Freiheit, wenn sie einfach mal ein paar Aktien gekauft haben. Das Ganze ist natürlich vollkommen utopisch und die meisten beschäftigen sich eben sehr, sehr wenig mit diesem Thema. Deswegen auch meine Reaktion zu diesem Video, um eben die Reichweite noch weiter zu erhöhen des Videos, denn das sollte wirklich so viele junge Menschen wie möglich erreichen, dass das Ganze vollkommen utopisch ist, dass man davon leben kann, vor allem wenn man relativ wenig investiert. Will man, dass man vielleicht in 20 Jahren nur noch 65-75% arbeiten muss und ein kleines bisschen eher quasi schon in den Vorruhestand gehen kann? Was will man erreichen? Die meisten wollen ja aber die finanzielle Freiheit erreichen. Und das ist mit Aktiensparen nahezu unmöglich. Es gibt natürlich Ausnahmen, ganz ohne Frage. Wenn du ein Arzt bist, wenn du Ingenieur bist, Softwareentwickler, wenn du ein Gehalt hast von 10.000 Euro netto und deine 5.000, 6.000, 7.000 Euro im Monat sparen kannst, denn... Ihr hört schon. Du kannst das erreichen, wenn du deine 5.000, 6.000, 7.000 Euro im Monat sparen kannst. Im Monat sparen kannst. No front, aber Freunde, es gibt so viele Menschen da draußen, die sind froh, wenn die vielleicht mal 20 Euro im Monat zurücklegen können. Vielleicht 50 Euro, wenn die Glück haben. Ja? 5.000, 6.000, 7.000 Euro im Monat, um das irgendwann mal zu erreichen. Also das ist wirklich unfassbar viel. Ja? Das heißt, wie ihr schon sagt, nicht, dass es unmöglich ist, sondern nur, dass es eben sehr, sehr wenige Menschen machen können. Und dass man sich dessen bewusst sein sollte. Du ein klassisches Dink-Paar bist, Double Income, No Children und halt ihr zusammen ohne Ende Geld zurücklegt, von mir aus 10.000 Euro im Monat in Aktien investieren, dann ist es ohne Frage möglich, die finanzielle Freiheit mit Aktien zu erreichen. Ich spreche aber insbesondere von den jungen Leuten, die ein eher, ich sag mal, moderates Einkommen haben, 1.500, 2.000, 2.500, vielleicht auch 3.000 Euro im Monat verdienen und 1.000 oder vielleicht 1.500 Euro im Monat investieren und dann damit finanziell frei werden wollen. Und da gibt es gerade auf Instagram eine große Bewegung dazu und ich finde ganz grundsätzlich die Überlegung oder die Beweggründe sehr toll und sehr nobel, dass Menschen in Aktien investieren, dass Menschen Geld zurücklegen, dass Menschen Geld sparen. Also da muss ich ihm auf jeden Fall recht geben, die Entwicklung ist wirklich eine gute. Das entwickelt sich alles in die richtige Richtung. Die Menschen werden sich dessen mehr bewusst oder bewusster und denken viel mehr darüber nach, brauche ich das Ganze jetzt? Sollte ich das nicht lieber sparen? Sollte ich das nicht lieber investieren? Wenn ja, wo investiere ich das? Und so weiter und so fort. Dieser Trend zum vernünftiger mit dem Geld umgehen,
der gefällt mir auch sehr, sehr gut. Und den kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Ist bei mir in meinen Nachrichten und meinen Kommentaren auch der Fall. Dass Menschen unterhalb ihrer Möglichkeiten leben, das finde ich eine tolle Sache. Aber dazu gehört halt auch ein kleines bisschen Realitätssinn. Nehmen wir an, du bist 25 und bist im Studium fertig, hast Job, geht los, du hast 5.000 Euro in Aktien schon investiert und investierst jeden Monat 1.000 Euro. Das heißt, du wirst die erste Million irgendwie erreichen, Moment, ich habe mir jetzt aufgeschrieben, mit 50. Du wirst in etwa mit 50... Wir gehen hier nochmal zurück. Ich habe mir jetzt aufgeschrieben. Wir sehen das jetzt hier. 25 Jahre, okay? Du investierst ursprünglich 5.000 Euro. Okay, das ist für viele vielleicht noch nicht so unrealistisch. Monatlich zahlst du 1.000 Euro ein. Jeden Monat fehlen dir 1.000 Euro. Ja? Natürlich, wie er schon sagt, wenn du 5, 10, 20.000 im Monat verdienst, gar kein Problem. Dann kannst du auch mehr sparen oder investieren. Aber wenn du jetzt 2.000, 3.000 Euro verdienst, dass du 1.000 Euro jeden Monat investierst, ist vollkommen unrealistisch. Ist vollkommen unrealistisch. Und über 25 Jahre, 12 Monate, in denen dir 1.000 Euro fehlen, das ist schon so unfassbar viel Geld. Ja, 12.000 Euro, die du weniger ausgeben kannst. Ja, das merkt man auf jeden Fall. Wenn du 2.000, 3.000, 4.000 Euro verdienst, wenn du 1.000 Euro davon nicht hast, das ist ja ein riesiger Prozentsatz davon. Und der fehlt dir jeden Monat. Selbst wenn das Ganze wächst, wie man das hier so schön in der Kurve sehen kann und sich langsam entwickelt, fehlen dir jeden Monat 1.000 Euro, die du nicht anderweitig investieren kannst. Und darüber musst du auf jeden Fall nachdenken. Ja, klar kannst du dir die 1.000 Euro irgendwann wieder zurückholen, aber wenn du die jeden Monat abgibst, fehlen dir die immer und immer und immer wieder, um andere Projekte zu starten. Deswegen solltest du dir dessen auf jeden Fall bewusst sein, dass das hier schon echt unrealistisch ist, denn Leute, die 2.000, 3.000 Euro verdienen, die können nicht 1.000 Euro zurücklegen oder können vielleicht schon, haben dann allerdings kein Geld mehr, um sonstige Projekte zu starten. 25 Jahre ist außerdem auch eine extrem lange Zeit und 8% Zinsen haben wir jetzt gesehen, dass das auch mal nicht der Fall sein kann, wenn wir uns jetzt mal die Corona-Zeiten so anschauen. Und hier steht natürlich auch so schön groß schon, ohne Steuern. Das muss man natürlich auch beachten, ja. Aufgeschrieben, mit 50. Du wirst in etwa mit 50 die erste Million erreicht haben. Das heißt, mit einer Million, könnte man ja meinen, ist man finanziell frei. Du hast dann so um die 2.000 Euro netto roundabout raus pro Monat. Was er jetzt hiermit meint, ist, dass man durch die Zinsen, die man mit einer Million bekommt, 2.000 Euro pro Monat rausbekommt, für alle, die es nicht verstanden haben. Was ich jetzt bei diesem Konzept, wie er es erklärt, nicht so fühle, ist, man kann natürlich auch einfach die 1 Million Euro rausnehmen und davon leben. Darauf geht er leider nicht ein. Ich habe mir das Video schon mal angeschaut. Mit 50. Das heißt, wenn du die Inflation, wahrscheinlich werden Mieten dann eher im vierstelligen Rahmen liegen. Das heißt, ob 2.000 Euro ausreichen, ich weiß nicht so genau. Du musst dich selber krankenversichern müssen. Du brauchst eine Krankenversicherung. Gerade im höheren Alter ist das durchaus teuer. Du solltest auch keine... Ja, also eine Krankenversicherung in Deutschland ist wirklich sehr, sehr teuer. Ich persönlich bin privat versichert, aber gesetzliche Versicherung als Selbstständiger oder als Unternehmer kann halt schon mal bis zu 800 Euro im Monat kosten, okay? Und als Privatversicherter, wenn du jung bist, sparst du zwar sehr viel Geld und das ist wirklich günstig, aber wenn du schon älter bist und dich dann privat versichern lässt, weil du schon vielleicht eine Amputation hast oder eine chronische Erkrankung hast oder schwerst krank bist, dann ist das sowas von teuer, dich versichern zu lassen. Das kannst du dir wirklich, wirklich nicht vorstellen. Kinder haben, weil wenn du Kinder hast, wer wird wohl das BAföG für deine Kinder bezahlen, wenn das BAföG auch da fährt, dass du Millionär bist, kann ich mir schon vorstellen, wer das Ganze. Nicht nur, dass das BAföG wegfällt, sondern auch, wenn du privat versichert bist, musst du deine Kinder auch alle einzeln privat versichern lassen. Bei 3 Kindern ist das gar nicht mal so wenig. Zahlen davon, das sind dann gleich auch nochmal ein paar hundert Euro, die weg sind. Also eigentlich ist es dann trotzdem noch ziemlich knapp bemessen. Das heißt, du bräuchtest wahrscheinlich eher 2 oder 3 Millionen, damit man dann wirklich von finanzieller Freiheit sprechen kann, aber es ist auch nicht übermäßiges Leben da. Ja, er vergisst natürlich voll und ganz, dass man einfach die 3 Millionen rausnehmen könnte. Und mit 3 Millionen kannst du, wenn du das richtig einteilst, auf jeden Fall den Rest deines Lebens überleben, ja.
und gut leben auch. Also da, ja, das finde ich ein bisschen schade, dass er es nicht angesprochen hat. Man will ja nicht nur von den Zinsen leben, sondern man kann ja auch einfach das Geld wieder rausnehmen. Ja. Durch und das, wenn du das mit 1.000 oder 1.500 Euro pro Monat erreichen willst, das kannst du ja mal in so einen Zinseszinsrechner eingehen, da bist du ja 70, 75 oder vielleicht sogar 80. Also wirklich die finanzielle Freiheit mit Aktien zu erreichen, ist wirklich schwer, möchte ich sagen. Ich möchte aber ganz bestimmt nicht nur der Spielverderber sein, sondern ich möchte auch Mut machen, und weil ich finde, diese Bewegung, die es da gerade gibt, ist wirklich eine tolle Sache. Und ich habe selber diesem Trugschluss lange Zeit unterliegen, ja, wenn ich nur gut Geld verdiene, wenn ich einfach nur fleißig bin im Job, dass ich dann dadurch, wenn ich meine 600, wenn ich meine 1.000, vielleicht 1.500 Euro im Monat spare, dass ich dadurch finanziell frei werde. Man hat oft dieses, oder was ich mitbekomme bei vielen jungen Leuten, ist dann auch so ein bisschen der innere Zwiespalt zwischen auf der einen Seite konsumieren und auf der anderen Seite investieren. Ja, ich würde ja gern auch einen Daimler fahren. Das ist ein blödes Beispiel. Das ist kein blödes Beispiel. Das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Viele junge Leute und vielleicht auch du haben das Problem, dass sie sich zu viel YouTube anschauen, zu viele Rapper sich anschauen. Sie sehen die Rolex, sie sehen den Daimler, sie sehen den Lamborghini in grün, sie sehen riesige Häuser, sie sehen Abo-Zahlen, sie sehen Viewer-Zahlen. Das baut natürlich in einem selbst, wenn man nicht gerade ganz charakterlich stark ist und darüber hinwegsehen kann, in einem selbst diesen Druck auf, dass man sagt, hey, der ist in meinem Alter und der fährt schon Lamborghini oder der trägt eine dicke Rolex oder der wohnt schon in einer Eigentumswohnung, was auch immer. Viele Leute lassen sich eben davon blenden und denken, sie müssen es auch haben. Aber ich garantiere dir, dass die Freiheit, die du hast, wenn du dein Geld richtig anlegst, wenn du ein Business aufbaust, richtig investierst, deutlich mehr wert ist als ein dickes Auto, eine Eigentumswohnung, wobei eine Eigentumswohnung natürlich auch ein Business ist, je nachdem, ob du selbst drin wohnst oder nicht. Aber unabhängig davon, er hat schon recht. Ja? Die Leute wollen immer die dicken Autos, die dicken Uhren und sind nicht bereit, Luxus für Freiheit aufzugeben, um es mal grob zusammenzufassen. Ja, aber der ein oder andere wird halt gerne Mercedes fahren, oder? Der teure Urlaub, man geht halt gerne mal teuer essen, man will halt doch die irgendwelche Markenklamotten, was weiß ich nicht, ist ja vollkommen normal, das ist überhaupt nicht... Das mit den Markenklamotten, das ist wirklich, also das schockiert mich jedes Mal. Ich sehe 15-Jährige, die dann irgendwelche Designer-Brands tragen, Schuhe und, die von Geldern bezahlt wurden, die sie in ihrem ganzen Leben noch nie verdient haben, ja. Das ist so unverhältnismäßig, die Menschen bleiben eben darauf hängen und denken dann, wenn sie was verdienen irgendwann, dass sie sich dann immer noch diesen Lifestyle leisten müssten, den sie damals durch ihre Eltern finanziert bekommen haben. Und das bringt die dann eben in diese Spirale rein, dass man da nicht mehr rauskommt. Denn wenn du 1.500 Euro verdienst, vielleicht 1.000 Euro Fixkosten hast und dann 500 Euro immer ausgibst für Konsumgüter, für Luxus und so weiter und so fort, dann wirst du nie finanziell frei. Auch, egal ob durch Aktien oder durch ein eigenes Business oder durch was auch immer. Wenn du immer diese Konsumgüter dir kaufst, diesen Luxus dir gönnst und nicht davon absehen kannst, dann wirst das ist im Endeffekt der Grund, warum die meisten Menschen nicht erfolgreich werden. Verwerflich, aber man hat dann halt immer diesen Zwiespalt, nicht scheiße, ich kann es mir eigentlich nicht leisten, ich muss verzichten, damit ich dieses Ziel erreiche, dass ich dann mit 50 die Million habe. Das ist tatsächlich so. Also das Gefühl, dass man verzichten muss, um finanziell erfolgreich zu werden oder finanziell frei, das kann ich auf jeden Fall aus eigener Erfahrung bestätigen. Aber wenn dir bewusst ist, dass du eines Tages das alles kaufen kannst, was du kaufen möchtest, kaufen wolltest, was du vorher kaufen wolltest, indem du einfach noch ein bisschen wartest, ohne dass du dann diese ganzen negativen Aspekte davon hast, durch diesen Konsum, dass du dann kein Geld mehr hast, um ein Business zu machen. Wenn du erst ein Business aufbaust und dann von überschüssigem Geld das Ganze kaufst, dann ist es überhaupt kein Problem. Und wenn dir das einmal bewusst ist und du sehr, sehr selbstsicher bist, dass du das Ganze auch definitiv schaffen wirst, dann hält man das auch durch. Das ist gar nicht so schwierig, wenn man da einmal drin ist und selbstsicher ist, wenn man sich immer wieder sagt, hey, du kommst dahin, du schaffst das, du arbeitest täglich dran, dann wirst du es auch schaffen. Und wenn dir das bewusst ist, dann ist es auch kein Problem, da ein paar Jahre drauf zu verzichten. Zum Beispiel. Und
Wahrscheinlich 90% der Leute, die die finanzielle Freiheit anstreben als junge Menschen, haben Robert Kiyosaki gelesen. Und man kann von ihm halten, was man will, aber es gibt ein paar sehr, sehr wichtige Punkte, die man bei Robert Kiyosaki lernen sollte. Und zwar einer der Punkte ist, dass wenn du dir sagst, nee, warte mal, der Porsche oder der Mercedes, das kann ich mir nicht leisten, dann programmierst du dein Gehirn darauf, auf diesen Mangel. Ich kann mir das nicht leisten, auf diesen Verzicht. Viel eher solltest du dir sagen, okay, was muss ich machen, um mir diesen Porsche leisten zu können? Ja, sollte eben bekannt sein, diese Denkensweise kann ich auf jeden Fall nur unterschreiben. Um diesen teuren Urlaub machen zu können. Oder, was muss ich tun, damit ich mir das Leben leisten kann, halt, dass ich auch gerne mal essen gehe und dass ich meine Frau einladen kann oder für Kinder, oder? Ja, als Beispiel, wenn du jetzt sagst, hey, ich möchte nur 10.000 Euro Rolex mir kaufen, ja, oder 12.000 Euro Rolex, um es zu vereinfachen, und du willst das in einem Jahr schaffen, dann weißt du, okay, du musst jeden Monat 1.000 Euro verdienen. Dann weißt du, dass du ungefähr 30 Euro am Tag verdienen musst. Ne? Wenn du 1.000 Euro durch 30 teilst, sind das 33 Euro, die du am Tag verdienen musst. Und dann musst du dich fragen, wie kann ich es schaffen, 33 Euro am Tag zu verdienen? Was kann ich machen? Wenn du die Schritte so in kleine Ziele einteilst, dann wird das ganze große Ziel gar nicht mehr so dramatisch sein. Was auch immer, dass du dieses Leben führen kannst, was muss ich tun? Und natürlich, vielleicht fangen wir anders an, vielleicht, wie werden Menschen wohlhabend? Die Menschen, die wirklich finanziell frei sind, da gibt es so 5 Gruppen, es gibt wahrscheinlich ein paar mehr, aber fassen wir es in 5 Gruppen zusammen. Punkt Nummer 1, das sind Leute, die geerbt haben, also wenn Mama, Papa nicht reich sind, fällt das raus. Punkt Nummer 2 sind es halt die paar Aktiensparer, sag ich mal, das sind aber auch im Promillebereich, also die Leute, die Ingenieur sind oder was weiß ich nicht was, die halt ein wirklich hohes Einkommen haben, die sind dann halt auch vielleicht auch schon mit 40 finanziell frei. Gibt auch ein paar, aber es ist eher unwahrscheinlich. Also wenn du nicht 15.000 Euro brutto im Monat verdienst, ist das eher unwahrscheinlich. Jetzt sind wir schon bei 15.000. Punkt Nummer 3 sind Sportler und Musiker. Aber das trifft wohl auch nur auf die wenigsten zu. Also bleiben 2 Gruppen. Die 2 Gruppen sind genau die, die auch die große Masse ausmachen. Und zwar, das ist, also der 4. Punkt, die 4. Gruppe sind Leute, die in Immobilien investieren. Das sind Leute, die halt wirklich, also Immobilien eignen sich sehr, sehr gut, um reich zu werden. Sehr viel mehr Leute werden mit Immobilien reich. Für alle, die wissen wollen, wie man anfangen kann mit Immobilien, ich weiß nicht, je nachdem, wann das Video hier online kommt, ob ich das Video dann schon hochgeladen habe. Ich mache auf jeden Fall ein Video oder habe bereits ein Video zum Thema Immobilienstart gemacht, dass du ganz einfach mit einer Garage anfangen solltest, um überhaupt in dieses Business reinzukommen, mit nur 1.000 Euro Startkapital. Gleich als mit Aktien. Die erste Million wird sehr viel häufiger mit Immobilien gemacht als mit Aktien. Das liegt ganz einfach am Fremdkapitalhebel und da gibt es noch ein paar andere Faktoren dazu, die da entscheidend sind, aber Immobilien ist der Punkt. Und der Punkt, wo die meisten Menschen, die jung, eine gewisse finanzielle Freiheit erreichen, das sind Unternehmer. Ja, ich weiß, es sind die Unternehmer und das darin liegt es nun mal. Das sind alles aktive Tätigkeiten, wie du diese finanzielle Freiheit erreichst. Das ist dieses, der Arzt, der schon 10 Stunden gearbeitet hat und danach noch weiter anfängt, sich Immobilien anzugucken. Das muss nicht der Arzt sein, das kann auch irgendein ganz normaler Angestellter sein, der danach das darüber hinaus macht. Oder der Unternehmer, der sowieso schon eigentlich erstmal arbeitet, aber nebenberuflich anfängt, sich selbstständig zu machen mit einem eBay-Shop oder was weiß ich nicht, was er macht. Ein eBay-Shop ist ein guter Stichpunkt. Damit können viele anfangen, ohne viel Kopfschmerzerei, sage ich mal. Dieses darüber hinaus leisten, über diesen normalen. Ich möchte ein bisschen aus dieser Passivität rausholen. Ich habe meinen ganz normalen Job. Interessanter Punkt, den ihr hier anspricht, denn er ist ja wirklich jemand, der diesen ganzen Lifestyle überhaupt predigt. Er sagt ja immer wieder, investier. Aktiendepot und Dividenden, Sparpläne, ETFs, was auch immer. Er ist ja derjenige, der das hier auf YouTube so präsentiert, sagen wir mal. Und wenn er jetzt sagt, dass man aus der Passivität rauskommen soll in die Aktivität, ja, dass man aktiv wird, selbst ein Unternehmen gründet, selbst nebenbei sich informiert zum Thema Immobilien, vielleicht mal eine Garage kauft oder eine kleine Wohnung, dann ein Haus, ein Hotel irgendwann, ja? Das ist jetzt ein Spaß gewesen mit Hotel. Aber ich finde es halt eben interessant, dass er sagt, man soll aus der Passivität in die Aktivität wechseln, denn er ist wirklich jemand, der sich mit diesem passiven Einkommen sehr, sehr, sehr
gut auskennt. Er verdient sehr viel Geld mit dem T-Shirt-Business nebenbei und jetzt eben auch mit Aktien. Oder vielleicht in letzter Zeit eher weniger, aber generell gesprochen kennt er sich da schon sehr, sehr gut aus. Und wenn er sagt, dass ihr aktiv werden solltet, um die Millionen zu knacken, um finanziell frei zu werden, dann finde ich, sollte man auf ihn hören, denn er weiß wirklich, wovon er spricht in dem Thema Aktien, ETFs und Dividenden und so weiter und so fort. Und ich finde, er hat vollkommen recht. Wenn du erfolgreich werden möchtest, dann musst du anfangen, dein Leben selbst in deine eigene Hand zu nehmen, dein eigenes Business zu gründen und das Ganze dann hoch zu skalieren. Und ich investiere jetzt 1.500 Euro im Monat in Aktien und damit werde ich finanziell frei. Am besten noch passiv in ETFs und ich möchte aus diese Passivität führt nicht zur finanziellen Freiheit. Ich meine, wenn du jung bist, und es sind so viele Leute, die ich gerade auf Instagram und so weiter sehe, die jung sind, die voller Tatendrang sind und dann mit 800 Euro im Monat und in meinem Job und ich bin mit meiner Hochrechnung mit 43,7 Jahren bin ich finanziell frei und kann dann von meinen Dividenden leben. Werd aktiv, fang an in Immobilien zu investieren oder werde Unternehmer, viel noch besser Unternehmer. Und die Zeiten waren nie besser als heute. Und ich mag einen... Ich mag seine Euphorie. Ich mag seine Euphorie, das Ganze anzusprechen, die Leute aufzuwecken. Auch wenn er manchmal etwas unbeholfen wirkt, finde ich ihn super sympathisch. Er macht das extrem gut, transparent und ehrlich. Und ich finde, jeder von euch sollte den Kanal auschecken. Einen Coach zur Persönlichkeitsentwicklung sehr, sehr gerne, hat viele Bücher geschrieben, aber gibt auch viele gute YouTube-Videos von ihm. Ich verlinke eins der meiner Meinung nach besten unten drunter mal, Jim Rohn. Jim Rohn prägt so kurze, prägnante Sätze manchmal. Und zwar, ein Satz ist für mich einfach so ein Augenöffner gewesen. Gewinne sind besser als Lohn. Ein Lohn finanziert dir deinen Lebensunterhalt und vielleicht deine Altersvorsorge, aber Gewinne können dich wirklich reich machen. Und genau das ist es. Die meisten Menschen, die ein Angestelltenverhältnis haben, einen normalen Job haben und dann in Aktien investieren, hat nicht viel mit finanzieller Freiheit zu tun. Das hat in der Regel eher etwas mit finanzieller Freiheit meine ich jetzt wirklich. Wenn du Lust hast, dann kaufst du dir halt den Porsche. Oder wenn du willst die Wohnung in der Südsee haben, dann machst du das eben. Diese Art der finanziellen Freiheit meine ich. Und ich glaube, dass es wirklich viele junge Menschen gibt, die eigentlich genau davon träumen, halt wirklich ein solches Leben haben zu können. Wenn du das möchtest, dann kannst du das halt machen. Und damit meine ich nicht dieses mit 1.200 Euro. Wenn du das möchtest, kannst du das halt machen. Hat er vollkommen recht. Ist allerdings natürlich nicht so simpel, wie er es darstellt. Wenn du wirklich erfolgreich werden möchtest als Unternehmer, wenn du wirklich erfolgreich werden möchtest, so wie er es hier gerade beschreibt, dann ist das extrem viel Arbeit. Wenn du denkst, dass ein Studium viel Arbeit ist, dass ein Doktortitel viel Arbeit ist, wenn du denkst, dass eine Karriere viel Arbeit ist, dann hast du überhaupt keine Ahnung, wie viel Arbeit das Ganze ist. Unternehmer zu werden, der wirklich so erfolgreich wird, dass er das machen kann, wovon er hier spricht, dafür brauchst du extrem viel Ehrgeiz, Ausdauer. Ja? Du musst dich immer wieder anpassen. Du darfst Fehler nicht 2, 3, 4 Mal machen, sondern am besten schon beim ersten Mal lernen. Du brauchst eine Vision. Du brauchst ein Team. Das Ganze alleine zu schaffen ist sehr, 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 sehr schwierig. Ja? Du kannst natürlich alleine starten, aber du musst dir ein Team um dich herum aufbauen. Leute, die dich unterstützen, die in bestimmten Punkten kompetenter sind als du, die dich voranbringen können. Das Ganze ist so aufwendig und nicht so simpel, wie er es darstellt. Aber er hat natürlich vollkommen recht. Wenn du es wirklich willst, kannst du es schaffen. Auf absolut Lebenserhaltungsmaßnahmen nur überleben zu können, weil man ja sowieso nichts braucht, sondern ich rede davon, wirklich die Sachen zu tun, die du halt einfach tun möchtest. Und wenn du Lust hast auf den Porsche, dann kaufst du dir ihn halt. So, also es gibt so viele junge Menschen, die Lust haben, was zu machen. Kommt raus aus dieser Passivität. Wenn du irgendwas erreichen willst, dann hol es dir, aber dafür muss man aktiv sein. Und der Spruch passt einfach wie die Faust aufs Auge. Gewinne sind besser als Lohn. Ein Lohn sorgt für deinen Lebensunterhalt und für die Altersvorsorge, aber nicht für Reichtum oder finanzielle Freiheit oder sowas. So, das war heute wieder ein etwas kritisches Video. Ich finde, das war ein super Video von ihm. Ja, er macht super sympathisch. Er hat die richtigen Punkte angesprochen. Kommt raus aus der Passivität. Geht in die Aktivität, macht ein eigenes Business auf und seid jetzt nicht durch mein Video, durch sein Video dazu gezwungen, alles aufzugeben. Nein, baut euch das Ganze sicher neben dem Job, neben dem Studium auf. Gibt nicht von heute auf morgen alles auf, ansonsten landet ihr erstmal in einem großen Loch.
weil ihr kein Einkommen habt und dann habt ihr später noch mehr Probleme als vorher und es wird noch schwieriger. Baut das Ganze nebenbei, langsam auf, aber kontinuierlich. Lernt immer mehr in diesem Bereich, werdet immer besser und dann werdet ihr auch erfolgreich. Ich wünsche euch viel Erfolg dabei. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like und ein Abo da, sodass wir zeitnah die 1000 Abonnenten knacken können. Jetzt bleibt nur noch zu sagen, haut rein!